Hallo, mein Name ist Tive Stralau. Ich leite am BfR die Abteilung für Pflanzenschutz und forsche seit über 10 Jahren an endokrinen Disruptoren. Hormone sind Botenstoffe, die viele der ganz wesentlichen Körperfunktionen regeln. Dazu gehören der Schlaf, Stress, aber auch die Sexualität oder die Fruchtbarkeit. Und als solches ist das Hormonsystem eines der essentiellsten Regelungssysteme in unserem Körper. Hormone werden in sogenannten endokrinen Drüsen gebildet und dann bei Bedarf in die Blutbahn abgegeben. Darüber gelangen sie dann zu ihren Zielorganen und können dort an Rezeptoren binden und die Wirkung entfalten, für die sie jeweils zuständig sind. Hormonell gesteuerte Funktionen unterliegen dabei sehr fein austarierten Regelkreisen. Und weil die so fein austariert sind, kann der Körper auch bis zu einem gewissen Grad gegensteuern, wenn es zu Störungen kommt. Wenn er das nicht mehr kann, dann kann es natürlich zu Störungen kommen, die entweder sehr leicht sein können, wie zum Beispiel eine leichte Erhöhung der Körpertemperatur. Es kann aber auch zu schwerwiegenden Störungen kommen, wie im schlimmsten Fall der Krebsentstehung. Störungen des Hormonsystems geschehen am häufigsten durch Krankheiten oder durch Fehlfunktionen. Aber natürlich können auch Substanzen, die mit dem Hormonsystem interagieren, zu Störungen führen. Hier muss man jetzt jedoch ganz genau unterscheiden. Eine Substanz, die mit dem Hormonsystem interagiert, ist zunächst einmal nur endokrin aktiv. Diese Wirkung muss nicht automatisch schädlich sein. So nehmen wir zum Beispiel über die Nahrung ganz häufig hormonähnlich wirkende Naturstoffe auf. Dazu gehören Inhaltsstoffe, die östrogenähnlich wirken im Soja, aber auch Stoffe in Schokolade, Kaffee oder Bier. Die Wirkung von hormonähnlichen Substanzen hängt dabei nämlich ganz wesentlich von der Menge und der Dauer der Aufnahme ab. Dies gilt so natürlich auch für synthetische hormonähnlich wirkende Substanzen, wie zum Beispiel Parabenen als Konservierungsmittel in Kosmetika oder Weichmachern in Kunststoff. Das heißt, unter ihrer jeweiligen Wirkschwelle sind hormonell aktive Substanzen zunächst einmal unbedenklich. Kommen sie über ihre Wirkschwelle, dann können sie auch schädlich wirken. Und erst dann spricht man von endokriner Disruption. Ausschlaggebend für die endokrine Disruption ist damit allein die schädliche Wirkung. Diese schädlichen Effekte werden vom BfR umfassend untersucht, bewertet und vom Gesetzgeber reguliert. Das gilt für Verbraucherprodukte, Chemikalien, aber auch für Biozide und Pestizide. Grundsätzlich gilt für alle Stoffe, dass sie im Rahmen ihrer Verwendung sicher sein müssen. Und das gilt so auch für hormonell aktive Substanzen. Das heißt, diese dürfen nur eingesetzt werden, wenn ihre Dosis entweder unterhalb der Wirkschwelle liegt oder wenn ein Kontakt mit dem Menschen ausgeschlossen werden kann. Das heißt, im Rahmen dieser Regelung gibt es jetzt erst einmal pauschal wenig Anlass zur Besorgnis. Dennoch gibt es natürlich auch im Rahmen von hormonell aktiven Substanzen noch Forschungsbedarf. So wissen wir zum Beispiel über manche Aspekte des Hormonsystems schlichtweg noch nicht genug. Dazu gehören zum Beispiel Teile des Stoffwechsels, des Immunsystems oder auch des menschlichen Verhaltens. Zum anderen haben wir auch nicht für alle Aspekte des Hormonsystems ausreichend Testsysteme zur Verfügung. Und dann gibt es da natürlich auch noch Fragen zu möglichen Mischungseffekten oder zu der Auswirkung besonders langanhaltender Exposition. Wir brauchen hier also mehr Forschung. Und deswegen bringt das BfR sich hier auch umfassend ein und sorgt mit seiner Arbeit in internationalen Projekten dafür, dass der Verbraucherschutz stetig weiter verbessert wird und die Bewertungen auf dem Stand von Wissenschaft und Technik stattfinden.